Bischofsvollversammlung in Regensburg. Doch für die Schönheit der Donaustadt ist wenig Zeit. Die 70 Bischöfe und Weihbischöfe haben ein volles Programm. Ein Schwerpunktthema ist die Situation des Theologiestudiums in Deutschland. Auch die nächste Runde des Dialogprozesses soll eingeläutet werden, wobei verschiedene Wege zum Ziel führen können. Und es darf auch jede Diözese ihre eigenen Schwerpunkte setzen. Das gehört zur Vielfalt der katholischen Kirche dazu. Und ich freue mich über jede Initiative, die in diesem Sinn dann das Gespräch, den Dialog sucht, um gemeinsam zu schauen, wie wir heute den Glauben neu verkünden, neu leben können, wie wir auch neu die Freude gewinnen können und neu an Ausstrahlung gewinnen für unsere katholische Kirche. Neben den vielen Themen, die die deutsche Kirche beschäftigen, blicken die Bischöfe auch über die Grenzen hinaus. Große Sorgen machen sie sich um die aktuelle Lage in Syrien. Und wir hoffen, dass die Christen nicht zwischen die Räder geraten und am Ende sie es sind, die von allen Seiten dann tatsächlich zu Opfern werden. Wir können nur appellieren, dass die Waffen schweigen, dass man friedliche Wege findet und dass es geordnete Verhältnisse gibt für alle Religionen, für alle Konfessionen, auch in Syrien. Und wir können auch nur gemeinsam beten, wir tun dies auch mit der evangelischen Kirche gemeinsam, dass dort die Waffen schweigen und man Wege, friedliche Wege findet. Nicht auf der offiziellen Tagesordnung steht der geplante Verkauf des Weltbildverlags. Aber natürlich gehen die Diskussionen am Rande weiter. Und zunächst ist das die Frage, die interne Frage all derer, die dort Verantwortung tragen. Wir werden alle Vorschläge prüfen und vor allem haben wir ein großes Interesse. Wir wollen denen, die als Angestellte, die als Mitarbeiter bei Weltbischöfen beschäftigt sind, hoffentlich eine gute Zukunft wirklich sichern. Und die anderen, wie die Wege sein werden, da werden wir alle prüfen und da kann ich selber noch keine Entscheidung vorwegnehmen. Reichlich Gesprächsstoff also für die Bischöfe bei ihrem Treffen in Regensburg.